Ja, hallo zusammen. Heute geht es um eine Kooperation mit einem anderen YouTuber, dem Mustafa Yanan, also meines Erachtens ein großartiger Künstler. Und ich werde hierzu noch unten einen Link einblenden. Und zwar geht es um ein Bild, das wir gemeinsam fertigstellen wollen, mit mehrmaligem Wechsel. Das Spannende daran ist, dass niemand die Fortsetzung des anderen kennt. Also ich bin auch schon gespannt, was da wohl rauskommen wird an Kreativität. Ich werde den Anfang machen und werde bestimmte Passagen dazu kommentieren. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß und Freude, vielleicht auch beim Nachmalen. Und ja, dann kann es losgehen. Ja, dann geht's ja auch gleich los. Ich benutze auch eine Standard-Farbpalette. Also eigentlich nur die Grundfarben Schwarz, Blau, Rot, Gelb, Titanweiß. Und hier mische ich gerade ein etwas helleres Blau für den Himmel. Benutzen tue ich hier so einen Flachpinsel. Ich kann den mal so hier in die Kamera halten. Also sowas. Damit lassen sich relativ schnell große Flächen malen. Und ja, hier ist jetzt, wird mit dem Schwamm so die Farbe abgetupft. Der Effekt ist eben, dass eventuelle Streifen von dem Pinsel beseitigt werden und man eine schöne glatte Oberfläche bekommt. Ja, hier ist, wird mit dem Katzenzungenpinsel die Wolken strukturiert. Auch erstmal ganz grob. Genau, jetzt mische ich hier mal so etwas dunklere Blau-Grautöne. Das soll dann die Schatten der Wolken darstellen und ein bisschen Tiefe verleihen. Ja, hier meine erste Idee, ein paar Gebäude zu malen. Ich hatte so eine Idee, hier eine Mauer zu setzen und plötzlich, oh wei, hat mir alles doch nicht gefallen. Tja, Kommando zurück, das passiert jedem Künstler. Einfach mit Titanweiß wieder ein bisschen überpinselt und mir hatten einfach, die erste Idee war nicht so berauschend und ich wollte einfach das Gebäude, das erste schön lang, groß darstellen. Und statt dieser Mauer soll die auch gleich ein schöner Weg entstehen. Das war da nicht passend. Ja, hier male ich jetzt einfach die Flächen. Also hier geht es nicht um Details, sondern einfach nur eine grobe Struktur. Das sind schon mal die Schatten für so einen Busch oder so.
Ich begnüge mich jetzt erstmal hier mit diesen zwei Gebäuden. Ich trage hier also immer mehrere Schichten auf und versuche so Stück für Stück das Ganze rauszuarbeiten. Gut, nach einer kleinen Pause geht es dann weiter. Beginn wieder mit neue Farben mischen. Also Farben, die ich eventuell für die nächsten Schritte brauche. Hier wird jetzt nur mal ein Balkon skizziert, das Geländer. Ja, und so nimmt das Ganze Stück für Stück Form an. Es macht halt viel Spaß, ne, mit Farben zu experimentieren. Das Schönste ist immer mit Licht und Schatten zu arbeiten und die Effekte. Ja, das Ganze hat so einen südländischen Toskaner Flair. Hier male ich dann eher so die Highlights schon raus, wo extrem viel Licht hinfällt. Man kann auch die Schatten noch mal verstärken oder ja, so nimmt das Ganze Form an. Ja, da bin ich schon ans Ende gelangt mit meinem ersten Part und bin mal gespannt, wie der Mustafa Janan das Bild fortsetzt und freue mich, wenn ihr dabei bleibt für die nächsten Fortsetzungen. Viel Spaß beim Zuschauen und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.